begin to show. Hallo und herzlich willkommen zu einer Runde Minecraft. Und zwar nicht normales Minecraft, so Let's Play Minecraft 500.000 Folgen lang, sondern hier sieht man schon mal ein paar Adventure Maps und wir spielen heute mal The Dropper. Jo. Und zwar, das wird vielleicht regelmäßig kommen, vielleicht auch nicht. Ich weiß nicht, auf jeden Fall fangen wir schon mal was an. Und ja, wir spielen jetzt The Dropper ein bisschen, also ich lese hier wahrscheinlich fast nichts vor, weil es hat einfach so ein bisschen zum Reden. Über was wollt ihr nochmal reden? Keine Ahnung. Ja, okay, ich lese jetzt erstmal die ganzen Sachen davor, weil sonst kommt das ein bisschen doof. Vielleicht werde ich mir... Also ich werde... Es gibt, glaube ich, 10 Level, 10, 12 Level oder so. Ich werde immer so 3 Level machen und dann eine neue Folge anfangen. Glaube ich. Und ja, lesen wir mal vor. Welcome to the Dropper, ... One goal, survive the fall. One rule, don't break blocks. By Birge. Das ist der Bauer der Map. Important. Video settings, render distance far, brightness bright, clouds off, texture pack default, habe ich jetzt nicht. Smooth lightning off. Okay, machen wir mal Render Distance. Wo macht man das nochmal? Video Settings. Oh. Ja, machen wir. Keine Ahnung. Render Distance. Ja, ich glaube, das ist das da. Machen wir mal 8 Chunks. was war es noch? Brightness Bright. Das müsste ich eigentlich haben. Ja, Bright. Aber jetzt bitte schon. Clouds off, Texture Pack brauche ich, Smooth Lightning Clouds off und Smooth Lightning auch off. Soft Bright, Clouds off. Ja, wo ist denn das, Alter? Off. Okay. Dann. Back to game. Okay. If you play on a server, don't forget to enable command blocks. Add the following to your server pro... Ach, das ist Server-Zeug. Brauche ich eh nicht, also... Weiter. reduce lag, graphics fast und performance power safer. Was? Safer, ja. Fancy fast... Ja, das Performance-Zeug. Weiß ja nicht wo. Ist aber auch egal. So. Set Spawn Point. Set Day haben wir ja. Und Set Night mache ich mal nicht. Weil ich will ja am Tag fallen, wa? So. Level 1. Madness. Stand on the gold block and push the button. Push the button. Okay, ich habe jetzt ernsthaft meine Themen vergessen, was ich sagen wollte. Naja, egal. Oh oh. So, das ist das ganze The Dropper-Spiel. Es lädt nicht sehr, aua, nicht sehr schnell. Der Schwein. Da ist ein Schwein. Ah, da rechts sieht man jetzt die Face, wie oft man gebraucht hat, um zu schärfen. Jetzt hat es gerade ein bisschen gelaggt. Vor. So, hab's geschafft. Oh, was ist denn? Der Mann. Okay, ja, das ist das. Ganz im Prinzip von dem Spiel. Hier kann man dann... was wollte ich jetzt sagen? Ach, keine Ahnung. Ich bin heute irgendwie ein bisschen verplant. Ah, jetzt weiß ich wieder meine zwei Sachen. Okay. Oder eins davon weiß ich jetzt wieder ganz genau. Und zwar Call of Juarez. Falls ihr denkt, dass ich es abgebrochen habe, so wie Dingens, ich habe ja... Ich habe mal Borderlands 2 Let's Played. Das war halt einfach so, keine Ahnung, ich fand das so voll cool, wieder so zu spielen, da wir halt einen neuen Kanal hatten, habe ich mir halt so gedacht, ja, komm, spielst du das mal. Es werden nur die ganz alten Abonnenten, also die 1 bis 5 bis 10 oder so, Abonnenten wissen, dass ich das mal gespielt habe, weil
Es gab bloß vier, fünf Parts oder so, ich glaube, oder sieben, keine Ahnung. Auf jeden Fall gab es nicht gerade viel Parts davon und ich habe es dann auch einfach abgebrochen ohne Ankündigung. Also ich habe einfach gar nicht weit mehr, na, mehr weiter aufgenommen und so. Und ja, ist halt eigentlich die ganze Story dazu. Weil das war halt so Nostalgiefaktor. Okay, es ist jetzt nicht gerade ein altes Spiel, aber ich habe das, wo es rausgekommen ist, ich habe das so totgesuchtet. Teleport to Next Level. Ich hab das so totgesuchtet wie keine Ahnung was. Und ja, ich habe das Spiel eigentlich geliebt. Ich habe es echt geliebt wie mein eigenes Kind. Checkpoint. The fuck? Oh, cool. Ah, oder ist es der Dropper 1? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich glaube, es ist Dropper 1. Oh, okay. Dann spielen wir heute Dropper 1. Okay, gut zu wissen. Set Spawn. So. Wo war ich gerade? Ja, das war halt so Nostalgiefaktor. Und what the? Alter. What the fuck? Hä? Wo muss ich da jetzt landen? Ich muss da ganz nach rechts. Ah, ich muss dann wieder nach hinten. Okay. Hab's verstanden. Okay. halt Nostalgiefaktor und so. Und ich wollte das halt unbedingt wieder spielen. Nach langer Zeit eigentlich auch. Da habe ich es auch wieder gespielt, aber konnte halt damals noch nicht so wirklich gut kommentieren. Oh, scheiße. Kommentieren und so. Aber ich habe es dann auch nach einer Zeit einfach gelassen, das Spiel. Weil. Puh. Weil das hat mir dann auch gar nicht mehr so wirklich gefallen. Es war ja auch auf dem Hard Mode. Das ist ganz cool eigentlich. Das ist richtig cool. Haben sie geil gemacht. Und ja, auf jeden Fall habe ich es dann offscreen weitergespielt. Und hatte dann eigentlich gar keinen Bock mehr, nochmal von neu anzufangen. What the fuck? Weil, ja, war halt schon wieder alles weg und so. Auf jeden Fall wollte ich sagen. Auf jeden Fall habe ich da schon mal eine Kiste gesehen. Was wollte ich jetzt nochmal sagen? Ich weiß es nicht mehr. Ja, es ist ja das neue Spiel South Park, The Stick of Truth, rausgekommen, ne? Öffnest du dich mal? Leckt ein bisschen. Aber auf jeden Fall, ich würde das so gern let's playen. Hätte ich jetzt nicht schon zweimal durchgespielt. Und hätte ich es nicht schon. Ah, jetzt. Hätte ich es nicht auf der englischen Version, wo die ganzen Hakenkreuze, nicht zensiert sind. Das ist halt das Schlimme daran. What the fuck? Hochhaus? What the fuck? Ah, da ist ein Auto aus Dingens, aus Wasser. Das ist hier. So, da. Ja. Ah, da ist noch eins. Ja, wäre dann nicht alles mit Hakenkreuzen und so ein Zeug und die Pose da mit der Hand hoch und so, wenn es nicht alles unzensiert, dann hätte ich das so durchgesuchtet mit euch. Boah, ich hätte so viel gespielt. Das wäre so geil gewesen, aber ich habe es halt jetzt schon zweimal durch. Jetzt ist auch wieder der Hype für mich selbst vorbei. Und ja, Mine. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, aua. Ja. Weiß gar nicht mehr, was ich sagen soll. Auf jeden Fall spielen wir jetzt erstmal ein bisschen weiter. So, perfekt. Boah, ist das tief.
also das Wasser. Also vielleicht hole ich mir dann auch beim nächsten Mal. Läuft. Beim nächsten Mal ein bisschen Unterstützung von Chris vielleicht, von. Also von Browave vielleicht, von Bluebee vielleicht. Und ja. Dann können wir mit denen ein bisschen über Themen sprechen, was halt gerade so in der Welt los ist und so. Und ich glaube, man merkt, wenn ich nicht mit Bluebee aufnehme, mache ich die behinderte Stimme nicht. Die, wo ihr so liebt. Keine Ahnung, ob ihr die mögt, aber auf jeden Fall mache ich dann immer die behinderte Stimme. Die kann ich gar nicht lesen. What the fuck? What the fuck? Cortain. Oh mein Gott. Okay. Das war knapp. Was ist das denn? Lol. Das ist mir schon krass. Da geht's raus. Auch schon ganz geil, was sie da alles so machen, ne? So eine Dusche, da gibt's so Handtuch, dann gehen hier so, geht hier so eine Stufe runter zu so einem ja und so, ne? Wisst ihr Bescheid, ihr wisst bestimmt, was ich meine. Voll geil eigentlich. Deswegen habe ich auch die jetzt so genommen, weil da muss man nicht so wirklich drauf achten, was man so macht. Kommen keine Texte und sowas. Muss man halt einfach so ein bisschen chillen. Oh, yeah. Oh nee, die weiß ich noch. Da muss man durch die X-e, da kann man nicht durch. Und die Kreise, da kann man durch. Okay. Links unten, rechts unten, links unten, rechts unten, links unten, links unten, rechts unten, links unten, rechts unten. Links unten, links unten. Oh fuck. Okay, das ist mies. Links unten, links unten, rechts unten, links unten, rechts unten. Ja! Hab's geschafft! Ich bin nur fast tot. Und da ist ein Hühnchen. Und da ist eine Kiste. Mit Diamanten. So, ich hab schon 11 Fails. Was für 6 Fails? Level 8. Set Spawn. Beach. Ja, auf jeden Fall, ne? Das. Oh, ne? Hm. Ich spring einfach mal hier runter. Ah, ich muss nicht. Muss in die Toilette rein. Die war hier. Oh, der hat aufgehört zu sprinten. Aber ich kann in der Luft sprinten. Lol. Nicht dein Ernst. Boote machen Fallschaden. Oh, das ist knapp, Alter. Na, ihr scheiß Boote, ne? Ihr Pisser. Ihr Pisser. Pisser. So. Lol. Richtig geil. Eigentlich. Mit pinkem Toilettenpapier. So, aber wo komme ich jetzt? Wieder schon mal. Wieder eine Kiste. Da ist ein Hühnchen. Ah, und da vorne komme ich raus. An der Tür. Achso, eine Heizung. Ich glaube, ich mache jetzt bis 10. Und dann mache ich eine kurze Pause. Denk mal so ein bisschen nach, was ich noch so erzählen könnte. Gruselgeräusch. Und ja. Lol. Erstmal alles mitnehmen. So, was ist das jetzt? Set Spawn.
Das ist anscheinend ein Checkpoint. Ich glaube, da geht's weiter. Step by step. Was habe ich denn da drin? Night Vision Regeneration. Ah, da. Okay, wohin jetzt? Ah, da runter. Oh oh, oh oh. Oh, fail. Scheiße. Okay. Nochmal. Oh. Puh. Das war vielleicht ein bisschen knapp. Sonst, ja, ne? Passt, ne? Also, vielleicht mache ich auch schon nach dem hier Schluss, weil ich habe echt nichts mehr zu erzählen. Ich muss mir irgendwas ausdenken. So, ein bisschen überlegen. Was könnte ich denn jetzt noch euch so erzählen, damit es halt nicht langweilig wird? Oh mein Gott. So. Nö, nö, ich habe nicht gecheatet. Nö, nö, nö. Vom hier, Step by Step. Also zu dem hier. Mal zu dem hier. Oh, ich hätte vielleicht dahin sollen. Egal. Oh, fail. Ich bin tot. Scheiße. Okay. Nochmal. Yo, das ist cool. Oh nee. Ist doch nicht wahr. So. Raus hier. Zack. Erstmal wieder rausfliegen. Und jetzt, Steb. Und ins Wasser. Okay. Scheiße, ich bin zu weit rausgeschwommen. Oh, dabei hat mir meine Mama immer gesagt: Pass bloß auf, kleiner Stormy Boy. Nicht zu weit rausschwimmen, sonst kommen die Haie und fressen dich. Ja, genau, hört sie. So, genau so hört sich meine Mutter an. Und die hat mich immer Stormy Boy genannt. Oh ja. Wer es nicht kennt, eben seine Eltern lieben sie ihn nicht. Oder sie. Je nachdem, was du bist. Kann ja sein, dass du ein Alien bist oder so. Dann lieben dich deine Eltern so oder so nicht. Ja, jetzt erstmal ins Wasser wieder. Oh oh. Nein! Oh Mann! Mann, ich würde es nur schaffen. Oh oh. Oh Mann. Fell from high place. Das ist doof. Komm schon, das schaffe ich. Ja toll, jetzt muss ich erstmal. Oh. Ui, 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 ui. Step by step. Oh. Aua, ich habe den so überlebt. Ich bin gut. So, da rein. Upp. Upp. Upp, 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 up
So, überlebe ich das? Ich überlebe das. Ja. Ja, endlich. So. Dann sind wir bei TP. Und Set Spawn. Ja, endlich. So, Level 10, Rail. Aber hier mache ich einen kurzen Cut und wünsche euch viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Hä, warum viel Spaß? Genau, auf jeden Fall bis zum nächsten Mal. Vielleicht sogar mit einem Partner. Bis dann. Tschüss.